anstatt mich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln meiner mir verbliebenen Restintelligenz zu versichern, habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt, um das, was mir in diesen Tagen so durch den Kopf ging, in einem Leserbrief zu thematisieren. Wenn ich ihn mir, so wie er vor mir liegt, wieder ansehe und mit den daneben liegenden Leserbriefen Ihres Forums vergleiche, meine ich, dass er da gar nicht hinpasst. Aber das überlasse ich Ihnen. Ich wünsche mir nur, dass er, wenn er überhaupt, ungekürzt abgedruckt wird. Leserbriefschreiber finden sich schon hinreichend belohnt, wenn sie einmal für alle sichtbar zu Lebzeiten ihren Namen in der Zeitung gedruckt sehen. Bewirken können sie damit nichts. Entscheider, vor allem Politiker, sind bekanntlich kritikresistent. So, damit lasse ich den Ball Ihnen rollen.